Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Scarlet Nexus. Wir haben den Laden letztes Mal geschaut, oder? Ja, haben wir. Genau, wir haben jetzt noch eine neue Aufgabe bekommen. Jemand ist scheinbar in Schwierigkeiten. Da ist jetzt dann die Frage. Vertrauen in die Zukunft. Ob es jetzt hier dann wirklich losgeht mit der Story. Weil momentan sind wir ja immer noch ein... Sind wir noch ein Kadett? Ich glaube, wir sind noch ein Kadett. Wir sind zwar im Platoon zugeordnet, aber wir sind halt noch der Neue. Wizard Sabbat. Ihr Schwachpunkt befindet sich auf ihrem Rücken. Hey, warte, da waren noch die anderen. Wenn du die Kanadisch bist. War die Kanadiker? Verdammt, ich habe ihren Namen vergessen. Bezirk Misuagawa, Phantomhauptstadtprojekt. Ich bin hier ganz alleine. Hirnzerschmettern. Der Angriff, der einen Gegner mit einem Treffer besiegt, nachdem dessen Schwachpunkt vernichtet wurde. Unter den Gesundheitsanzeigen eines Gegners findet ihr eine Schmetteranzeige, auf der ein Symbol eingeblendet wird. Ich drücke dann LT, um Hirnzerschmettern auszuführen. Ich muss echt zugeben, dass die alles mit Hirn und sonst irgendwas, ey. Da wäre es vielleicht geiler gewesen, wenn sie auf Englisch geblieben wären. Ich weiß, Brain ist auf Englisch auch nicht anders wie Hirn oder Gehirn. Aber Brain Damage oder sonst irgendwas hört sich halt schon wieder geiler an, wie einfach nur Hirnschaden. die Schmetteranzeige lässt sich mit schnellen Folgeangriffen und Psychokinese-Folgeangriffen stark reduzieren. Schnelles Handeln ist jedoch erforderlich, da sich Gegner mit der Zeit erholen. Zusätzlich kann ein kampfunfähiger Gegner mit leeren Schmetteranzeigen nur mit Hirnzerschmetter besiegt werden. Wenn du Gegner mit Schmetterangriff besiegst, lassen sie immer Objekte fallen. Wie heißt das Ding, Kumpel Amy? Also ich frage mich, ob es irgendwas mit diesen Rosen auf sich hat. Es stört mich immer noch, dass wirklich jeder Gegner irgendeine Rose irgendwo hängen hat. Hey Wataru, what's it like there? The extinction belt advanced while the city was being constructed. A lot of others came down and it became a dangerous area. There are no plans to restart construction. It's a forgotten ghost town. Haben die da unten einen Käfig dabei? Abschaum, Elben? Warte, ich muss mir den Namen anschauen. Kumpel Amy. Kumpel Lami? Kumpel Lami, glaube ich, ne? Das stört mich, der Name ist irgendwie komisch. Oh, der war jetzt schneller tot als ich. Und es wachsen auch über diese Pflanzen, ne? Das ist mir auch schon aufgefallen. Warte mal, hast du auch irgendeine Rose dran? Das Ziel ausmachen. Alter, bleib mal locker hier, ich will dich anschauen. Ja, dem wächst auch irgendwas, ne? Und der schaut aus wie eine Puppe. Alter, bleib mal locker. Auch diese Glühbirnen, was sie drin haben. Ja, es wird uns später wahrscheinlich sowieso erklärt, was die bestehen. Das Schlimme ist, dass sie wahrscheinlich schon ewig mit denen kämpfen, aber wir wahrscheinlich wieder der Erste sind, der wo irgendwas rausfindet mit denen. Kann ich so... Ne, so ruft man bloß die Weltkarte auf. So, was wieder die Weltkarte? Irgendwie konnte ich doch... Ups. Ich weiß, ich muss in die andere Richtung. Ach, scheiße. Okay, er sagt's mir sowieso. Na komm her! Du bist doch mein Kumpel, Alter! Jetzt stirb einfach und gib mir irgendwas Seltenes.
Da, der hat auch irgendwo eine Pflanze, ne? Nee, scheinbar nicht. Kannst du mal aufhören rumzulaufen? Ich will dich analysieren. Schwachstellen werden von Panzern geschützt. Manche andere haben einen harten Panzer, der die Schwachstellen beschützt. Wenn du auf solche anderen triffst, musst du den Panzer durchbrechen und die Schwachstelle enthüllen, um sie zu besiegen. Durch Angriffe auf Schwachstellen wird die Schmidt-Anzeige stark reduziert. Ah, lass mich in Ruhe. Ja doch, das sind auch so Blüten. Siehst du, ich hab doch recht. Ich hab immer recht. Also ab und zu mal, manchmal. Ich war in der Luft, du Drecksvieh. Ja, ist ja schön, dass du das magst, aber ich würde es dich gern angreifen. Mich wundert's ja, wenn ich ehrlich bin, gerade, dass die mich halt wirklich alleine losziehen lassen. Warte mal, war da noch was? Ich meine, ich habe nur was gesehen. Weil ich meine, klar, er sendet ein Notsignal und so und der eine leitet mich jetzt dadurch, aber ich bin ja eigentlich allein. Also, okay, bis halt auf den Typen, der jetzt hier steht und weil mir was verkökern will. Geht's da runter? Ich glaube, ich muss da runter. Aber Speicherpunkte sind bisher eigentlich relativ gut verteilt, ne? Auch wenn es mich wundert, dass halt irgendwo ein Typ steht, der das Zeug verkauft. Und... ich meine, das ist doch ein normaler Typ, das ist kein Roboter oder so, ne? Kannst du mir nicht erzählen, dass der da überall rumsteht? Ja, ich muss immer nachschauen. Ich weiß ganz genau, dass die dann bestimmt dann... irgendwas haben, wenn ich dann, wenn ich es nicht erwarte. Hä? War doch der Sort? Hi there, new guy. Right on time. As you can see, I'm in the middle of something. Do you think you could help me out? Achso, ich muss dann auch weiter drücken. At your service. You don't need to be so formal. Age and rank don't mean much here. Oh, okay. I would like to help as well. Good answer. Gemma, connect Yuito to the SAS. Affirmative. Gemma Garrison. Arashi, can you use your hypervelocity to get behind the target? Do I get hazard pay? That's something you should take up with Major General Fubuki. Fine, I'll help. You two handle the front while I take the back. Ah. Damn. It's the crows. I'm gonna give it my all. That's it. What's with that drone? It totally gave us away to the others. It happens. The crows have a right to use their drones to broadcast. But I know how you feel. All right. You guys promise to back up my story later, okay? What? For real? Arashi, you're going to be reprimanded. So get your story straight and back me up. That's sehr gut, ich mag's. Your power is psychokinesis, right? Use their remnants as you see fit. You can drop any crows that show up after, too.
Okay. Die bringt noch eine schlechte Sache bei. Don't say I didn't warn you. Jetzt habe ich SAS Hyperspeed. Während des Lines von Hyperspeed kannst du dich schnell bewegen, dass es sich anfühlt, als wäre die Zeit verlangsamt worden. Setze es ein, wenn du es mit schnellen Gegnern zu tun hast oder solche, die du schnell besiegen willst. Wenn du das Vertrauen zwischen dir und Arashi stärkst, kommen weitere Effekte hinzu. Jetzt kommt der andere noch, oder? Now I can take it easy. Now die! There! Here we go! Unfortunately, the fallen drone won't come back. Don't make its sacrifice be in vain. But you're the one who knocked it down. Hey, I just answered Yuito's request. What? Was? Was für ein Request von mir? Gotcha! We did it! That's a fast one. Use SAS, Yuito. Fight speed with speed. Das sagt er mir jetzt halt, wo ich sie schon besiegt habe. Gut, dass die Gegner im Ding schon dran waren. Durch Leihen von Skelorkinese härtest du deinen gesamten Körper und die gegnerischen Angriffe werden wirkungslos. Je mehr Angriffe der Gegner gegen dich ausführt, desto mehr verkürzt die Skelorkinese-Wirkungsdauer. Setz Skelorkinese ein, wenn du deine keine Möglichkeit hast, deinem gegnerischen Angriff aufzuweichen. Here we go! Captain Gamma, I'm pleased to meet you. I thought Arashi told you not to be so formal. Let's call me Gamma. He looks so old, Gamma. That's probably why he's acting like that. Well, I am older. Even so, don't worry about it. Schön drauf! Oh, voll ins Gesicht oder was auch immer das ist. All done. Ugh, that was way too much work. I don't feel like doing anything now. What are we gonna do about destroying the Crow's drones? Intentionally interfering with their reporting is against military regulation. We accidentally mistook it for an other and destroyed it. It happens. Got it? Yes, it was an unfortunate accident. Though I'm not sure how I feel about this. Hey, don't worry about it. You showed promise. All right, we'll leave it at that. We did what we had to. Now let's get back to Suo. Yes. Hey, Gamma. What? Your leg. You look like you're limping. Did you get hurt? Oh, you're right. This isn't good. Running into more others now would be bad news. I'm fine. If you're limping, you must be in pain. We should at least do some first aid. No, it's dangerous out here. We need to move. I know a place. My family has a unit around here we use as an emergency shelter when we travel to Ceyron. We should be able to treat you safely there. That's great. Show us the way. Copy that. I'll send you the coordinates now. Okay, you're right. That is close. Gemma, you just have to tough it out until we get there. I'm fine. Stop it. I know you, and you're always pushing yourself too hard. Ich finde lustig, dass sie eigentlich so voll das Maskottchen ist, aber eigentlich total schlimm ist. Oder halt macht, worauf sie Bock hat. Ort für Ruhe und Entspannung, Versteck. Okay. So this is the Sumeragi Family Evacuation Unit. It's a lot fancier than your standard unit. You think so? I know, we should tell Seto about this place and make it a safe house for Seto Platoon. It's like a little hideout. It feels perfect. What's a safe house? It's like an evacuation site each team has that's separate from headquarters. OSF refers to them as hideouts. They come in handy when we're faced with casualties like today.
Oh, that's right. Gemma, let me see your leg. You're not fine at all. Look at all the blood. Stop trying to tough everything out. I wasn't doing it intentionally. I just couldn't feel the pain because of all the adrenaline. Yeah, yeah. Anyway, Yuito, you looked comfortable with medical treatments. I'm impressed. I had health problems as a kid, so I have a lot of experience taking care of my own injuries. I see. I'm sure your parents were pretty busy. Yeah. You know who my father is, and my mother was killed by another when I was 5. We had a maid at home, but I just got used to doing everything on my own. It's good to be independent. Though not sure that's very convincing coming from me. Yeah, you could learn to do a few more things on your own, so Major General Fubuki won't have to worry so much. Major General Fubuki? What does he have to do with Arashi? I thought it was common knowledge. Fubuki and I are siblings. What? You're the Major General's younger sister? The other way around. You can't judge anyone in the OSF by our appearance. I'm Fubuki's older sister. Arashi has the potential to rival even the Septentrions if she stops slacking off. How rude, Gemma. I just hate wasting my energy. What do you say we rest here? Even if we go back to Suo, all that's waiting for us there is paperwork and nosy crow news interviews. Oh Mann, ich mag's immer mehr. Was ist jetzt los? Hm. Aren't you the daughter of the Ichijo OSF Hospital Chairman? Captain Arashi Spring? Call me Arashi, please. Every year you newbies have the same reaction. I'm sorry. Nice to meet you. I'm Hanabi Ichijo. The hospital is run by my uncle, who's the head of the family, so we aren't directly involved. I see. Well, I suppose it's best if both of us avoid connections to hospitals and pharmaceuticals. Hanabi, did you bring it? Yes, I brought medication and emergency rations. Were the supplies here in this unit that old? A lot of them were past their expiration date. I mean, my dad hasn't been to Ceyron in a long time, so I guess it's understandable. Oh, don't worry, Gemma. The medication and bandages I used on you weren't expired. Thanks again for your help. You two seem close. Did you know each other before joining the OSF? We're childhood friends. Not surprising, the Ichijo and Sumeragi families would be acquainted. Well, you've come all this way. Why don't you stay and make yourself comfortable? Ja, das ist schon bei ihr zu Hause. Yes. Sounds like Arashi calls the shots. Was er so? Ich muss zugeben, klar, die Sequenzen sind jetzt ja komplett vertont, was heißt vertont, also richtige Sequenzen, wo sie halt sich bewegen und alles. Aber ich find's eigentlich ganz cool so, mal so wegen anderer Style. Weißt du, sie gammelt halt schon wieder hinten in der Küche rum. Wurde der Weltkarte hinzugefügt. Du kannst zum Versteck zurückkehren, wann immer du willst. Bei der Rückkehr ins Versteck erhältst du sämtliche TP zurück. Du kannst nicht zurückkehren, wenn die Bewegung an einer Position eingeschränkt ist. Du kannst dich im Versteck mit einem Teamkameraden unterhalten und sie beschenken, um das Vertrauen zwischen euch zu vertiefen. Okay, ich muss Geschenke verteilen. Die Hauptgeschichte wird durch die sogenannten Standby-Phasen unterbrochen. Sie beginnt immer im Versteck und du kannst dich frei bewegen, wenn du mit der Hauptgeschichte fortfahren willst. Sieh dir deinen Tisch mitten im Wohnzimmer des Verstecks an. In der Gruppe im Hauptmenü kannst du das Kampfmitglieder neben den Hauptcharakteren mit Reservemitgliedern bestimmen. Du kannst die Kräfte von Mitgliedern im SAS-Menü einstellen. Wenn du die Kraft eines Kampfmitglieds über die SAS benutzt, erhalten die Wirkungsdauer und das Erholungstempo das SAS-Anzeige einen Bonus. Warte mal, was? Wenn du die Kraft eines Kampfmitglieds über das SAS benutzt, erhalten die Wirkungsdauer. Achso, okay. Arashi looks so different from the way they present her on TV. She's always lazy when she's not on camera, so a lot of people call her Lazy Ara. Lazy Ara? That suits her perfectly. Was ist das da? Ist das Fernsehen? Ah. Ein extrem gefährlicher großer Andre erschien in Kikuchiba, doch einmal mehr gelang es, den scharlachroten Wächtern die Monster rechtzeitig abzuwehren. Im Rampenlicht stand dabei Private Yuti Sumeragi, der auf seiner ersten Mission einen großen Andre bezwingen konnte.
Ein bemerkenswerter Erfolg für den ersten Kampf. Wir können großartige Dinge von diesem neuen scharlachroten Wächter erwarten. Ja, da hätten sie auch mal Ding machen können. Wow. Ein leerer Raum, in dem halt nichts ist, außer so ein dämliches Bild ist, was sich immer ändert. Wo zur Hölle kommst du? Wir werden dich eingeladen. Kann ich hier einkaufen? Ich kann hier einkaufen. Hast du meine anderen Nachrichten gesehen? Wenn nicht, leih ich dir kein Geld. Ich bin nämlich Luft. Okay. Und wie schon in der letzten Folge gesagt, ignoriere die Spielzeit. Du kannst jetzt Objekte tauschen. Was tauschen? Neue Produkte erhalten. Prometheus. Oh, warte mal, das ist einfach nur die Prometheus. Oh. Normalisierungstablette. Halt negative Statuseffekte. Schmeckt nach saurem Pflaumen. Alles kostet 200, der Wucher. Leichtschildbrille. Kaninchenohren, angelehntes Völkerrecht. Leider sind keine, lässt seine Effizienz sehr zu wünschen übrig. Breite Brille, okay. Ja, aber das ist das, was equipped ist. Warum kann ich das jetzt kaufen? Das macht doch gar keinen Sinn. Wie sie überall so rumgammelt, ey. Danke, dass du Gemma mal zusammengeflickt hast, die Güte. Er sollte sich bald erholt haben. Ja, aber ist sie nicht eigentlich... Der Typ, der macht mich fertig. Sprechen. Als Leiter der PR die Krähen anlächeln. Ich weiß, dass das ihr Job ist, aber ich könnte niemals tun, was Arashi da macht. So steckt es mir in Geheimbasis. Wie aufregend, denkst du, ich könnte hier ein paar persönliche Gegenstände lassen? Vertrauensepisode. Yuito, wanna talk? I mean, we're on the same team now. Okay, but what do you want to talk about? We've known each other since we were kids. You pretty much know everything about me. Ja, aber da waren zwei Jahre, die wo ich nichts gesehen habe. You know, we didn't see much of each other since joining up. I thought we could catch up. Catch up? I guess we haven't had the time to really sit down and talk. Oh, sei jetzt kein Arsch, Mann. Right? Why don't we go take a walk out of the city? Okay, let's go. Ich glaube nicht, dass wir Zeit zum Quatschen haben. Okay, gehen wir spazieren. I haven't been on a relaxing walk like this in a while. Me neither. I've been on missions constantly since being assigned. Also insgesamt zwei Missionen. We need to take time for ourselves like this now and then. So, what were you doing between the time you were scouted and the time you joined? Well, during my time at the academy, I studied, trained my power, and hung out with friends. Me too. I guess there's not too much difference between the scouted and volunteer soldiers. Yeah, we were both headed to the same place in the end. What about everything else? How are your parents? They're both doing great. Just the other day, they kept messaging me while they were on a date for their wedding anniversary. They're so carefree. I'm glad to hear they haven't changed. I found myself ignoring their calls for a while. It feels nice to talk like this again. It's only been 2 years, but it feels like we haven't seen each other for much longer. Yeah, it really does. Are you okay? It's nothing. Anyway, can I ask you something? Uh-oh. Sure. What's up? Naomi. So, what do you think about Kasane? Huh? Why are you suddenly bringing up Kasane? Well, you know, we're catching up. I wanted to ask you something that must be on your mind. And it seemed like you've been thinking about Kasane. A lot. It did? Well, I guess I've been curious about her. What do you mean by that? I don't know how to put it. I can't get Kasane's face out of my mind. Alter, so wie du sagst, gibt's nur Missverständnisse, Junge. You can't? No. Her face looks exactly like the person who saved me when I was a kid. I'll never forget that face. So when I met someone who had the same face, I started to wonder if they were somehow related.
just because she looks like the person who saved your life. Yeah, that's right. The reason why I even volunteered for the OSF is because I wanted to be like the person who saved my life. She's the ideal image of what the OSF should be. That wasn't exactly the direction I was going for, but I guess that's fine. Then what did you want to know? I'll try to answer. It's okay. It's not a big deal. You know, you're really amazing. You've had this goal since you were a child, and you've been working towards it all your life. No, I'm not amazing at all. You're way more amazing, because you were actually scouted. That's not true. Being scouted meant that I had no choice but to enlist. You didn't want to join the OSF? It's not that, but I never thought about what I wanted to do in the OSF. That's so like you. You're more comfortable taking action than you are thinking. Hey, that seems like a roundabout way of calling me stupid. What? No, I didn't mean it like that at all. You just put more stock into being proactive. Wait, that's not much better. I'm just joking. I know what you mean. Ready to head back to the hideout? Yeah. Thanks for inviting me out. I'm really glad we got to talk like this again. I had fun too. Do you want to talk again like this sometime? That sounds good. Let's do it. Okay, it's a promise. Don't forget. I won't. You better not forget either. I definitely won't. Well, let's head back to the hideout. She hasn't changed. She's so cheerful and energetic. I feel recharged. Was ist gut, dass es überhaupt nicht offensichtlich, dass sie vorhin verknallt ist, Alter. You haven't changed at all. Really? Really? I mean, you're still into Baki. But I'm a bit happy that you haven't changed. Just staying being you. Vertrauensstufe 2 mit Hanabi erreicht. Flammenstrom, Wächterwischen. Halte bei aktivem SAS Y in der Luft gedrückt, um einen Flammenstrom zu erzeugen. Einen großen Bereich zu verursachen. Wenn du angegriffen wirst, besteht die Chance, dass Hanabi als Vision erscheint, den Angriff blockt und den Schaden aufhebt. Ach cool. In der Standby-Phase können abhängig von deinem Fortschritt in der Hauptgeschichte 10 mit Verbündeten wiedergegeben werden, die Vertrauensepisoden heißen. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Vertrauensepisode zu starten. Sprich mit einem Verbündeten, wähle Vertrauensepisode, antworte auf Hörnachrichten deines Verbündeten. Du kannst das Vertrauen zu deinen Verbündeten durch Vertrauensepisoden geschenken und gemeinsam Kämpfe vertiefen nach Standby-Phase 2. Sprichst du danach mit ihnen im Versteck, erhöht sich deine Vertrauensstufe. Je höher die Vertrauensstufe zwischen dir und deinen Verbündeten, desto mehr SAS-Effekte sind verfügbar und desto häufiger werden Verbündete unterstützende Aktionen wie Wiederbelebung und Heilung bei dir durchführen. Warte, Wiederbelebung? Ich dachte, wenn ich tot bin, ist vorbei. I want to get to know you better, you know? Oh, like fighting habits? I guess that would be. Oh, du bist so eine Pfeife, Alter. I heard you took down another major other. Oh man, I wish I could have fought with you. It wasn't broadcast this time. Weren't the crows there? No, a lot was going on. Na, ich bin froh, dass ich mit dir reden konnte, Jute. Ich fühle mich jetzt erleichtert. Lass uns wieder zusammen ausgehen und eine gemeinsame Auszeit nehmen. Ja, versprochen. Ich weiß, dass du dich gerne überarbeitest. Du übertreibst nicht, Hanabi. Freundlich wie immer, Yuito. Danke, wenn ich dich etwas beschäftige, kannst du gerne zu mir kommen. Ich bin froh, dass wir im selben Team sind. Hey, da fehlt einer. Oh, der steht da einfach. Okay, mit dem können wir einfach nur reden. Fernsehen. Ja, da können wir eigentlich weitermachen. Aber wo kriegen wir Geschenke her? Hat er schon welche? Nein. Fuck. Ich drücke immer falsche. Es ist ungewohnt, dass man da einfach einen anderen Knopf drücken muss. Leichtes Gelee. Das sind aber keine Geschenke, ne? Das sind Accessories.